Hallo meine Lieben, ich grüße euch alle wieder ganz herzlich. Herzlich willkommen zu mir, eurer Kartenlegerin Simone. Ich grüße euch alle ganz herzlich und hoffe, dass es euch gut geht. Ja, und ich begrüße euch zu unserem wundervollen Samstagsevent. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Und auch wenn du neu hier bist, dann begrüße ich dich auch ganz, ganz herzlich. Herzlich willkommen. Ich bin Kartenlegerin Simone, spirituelles Medium und arbeite schon seit über 30 Jahren wirklich mit Karten, Legekarten und bin intensiv seit Anbeginn, also seit ich denken kann, mit der geistigen Welt in Kontakt. Ja, und arbeite auch energetisch. Meine Lieben, wir machen heute eine wundervolle Kartenlegung. Dann schützen wir natürlich vorher unseren heiligen Raum. Ich habe ganz kurze Informationen über ein neues Ritual jetzt zum Vollmond. Ihr wisst, am Sonntag ist wieder Vollmond und zwar Vollmond im Wassermann. Und das ist auch ein ganz spezieller Vollmond, weil er geht dann auch direkt nachmittags in die Fische. Und also das ist sehr kraftvoll. Es hat wieder sehr viel mit Seelenpartnerschaften zu tun. Hier, schaut mal hier, die Seelenpartnerschwäne hier. Der kleine Engel, den habe ich hier so reingesetzt. Ja, da mache ich wieder ein wundervolles Seelenpartner-Ritual und natürlich hat das wieder etwas mit der fünften Dimension zu tun. Da geht es um den weiteren Aufstieg. Dass Seelenpartner zusammengeführt werden und es geht um eure eigene Wahrheit und einfach weiter Schritte eurer Seele näher zu kommen. Ja. Es geht auch nochmal wieder darum, zu schützen, also geschützt zu werden, denn es kommen nochmal wieder möglicherweise Energien, die ja wieder einiges durcheinander wirbeln können, ja, die wieder ein bisschen Stress verursachen können und das kann sein, dass das auch wirklich, also nicht nur privat, sondern auch in der Außenwelt zu sehen ist und ja, da brauchen wir ganz viel Schutz und da lasse ich ganz viel Schutz dann für euch fließen. Also schreibt euch jetzt schon gerne rein in das Ritual mit also eurem Herzensmenschen, auch mit eurer Familie natürlich, allen Menschen, die euch am Herz liegen. Und genau, also da schreibt euch schon mal ein. Ich mache wieder ein Vollmond-Ritual, was wirklich wieder auch für die fünfte Dimension ganz, ganz wichtig ist und uns wieder ein Stückchen näher bringt, ja, uns selbst und der fünften Dimension. So, dann stelle ich euch gleich die Karten vor, möchte natürlich nochmal die allgemeinen Infos kurz sagen. Das ist ein allgemeines Orakel, was ich hier gleich lege und ich hole euch jetzt dort ab, wo ihr steht. Ich hoffe, ihr habt euch schön gemütlich gemacht, entspannt euch bitte, egal in was für einer Situation ihr seid, versucht euch zu entspannen, die Energien zu genießen und ja, einfach ein wenig abzuschalten. Ich hoffe, euch gefällt das Ambiente. Ich habe heute mal ein wenig orange-rotes Thema gewählt. Das sieht so ein bisschen herbstlich aus, aber naja, bei manchen ist es ja tatsächlich auch schon, also bei uns hier ist es ein bisschen kühler geworden, dass man richtig einen Mantel anziehen muss abends, wenn man dann rausgeht. Und da dachte ich, na, vielleicht ist das eine ganz gute, ganz gutes Ambiente für uns jetzt heute. Ich habe wieder meinen Kaffee am Start, meine Lieben. Prost, ich trinke auf euch. Und wie gesagt, bedenkt bitte, jeder ist hier willkommen, ja, egal, Mann, Frau, divers, vollkommen egal, es geht nicht um Geschlechter, es geht nur um Liebe und um Erkenntnis und Weisheit. Und bedenkt, dass es ein allgemeines Orakel ist. Du kannst hier mit allen Karten in Resonanz gehen, auch mit deinem Partner und so weiter oder Partnerin. Achso genau, ich rede immer aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt. Ja, wenn du jetzt ein Mann bist, der zuhört, bist du immer diejenige, die ich anspreche als Dame. Ja, es tut mir leid, dass das so dann so schwierig ist, auch wenn ihr ein gleichgeschlechtliches Paar seid, also Frau, Frau, Mann, Mann. Das ist alles wunderbar, alles herzlich willkommen. Ich rede trotzdem immer aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt. Du als Zuhörer bist die Dame und dein Partner, Wunschpartnerin ist hier der Herr. Also hier, ne? Hier ist immer auf der rechten Seite habe ich immer dich als Zuhörer und links ist immer der Partner oder die Partnerin. Sonst komme ich halt aus dem Redefluss raus. Das ist halt so ein bisschen schwierig, ne, wenn ich das alles so auseinanderklamüstern muss. So, genau, du kannst mit allen Karten in Resonanz gehen oder auch nur mit einzelnen Karten und selbst auch nur für dich. Wenn du für dich Erkenntnisse gewonnen hast, dann ist schon ganz, ganz, ganz viel passiert und das ist dann, ja, das ist genau das, was ich erreichen möchte. Es muss nicht immer alles komplett in Resonanz sein mit dir. Es reicht manchmal auch schon, wenn einzelne Karten oder einzelne Sätze, die ich sage, etwas
in dir berühren und dann vielleicht in die Heilung bringen. Ja, alles ist Energie, meine Lieben, das wisst ihr, auch meine Stimme. Und ich möchte euch gerne unterstützen und, wie gesagt, dort abholen, wo ihr seid. Auch wenn ihr alleine seid, einsam seid. Es erreichen mich so viele E-Mails immer. Ach, wie viele einsame Herzen sind da draußen, wirklich, meine Lieben. Ein Küsschen für euch. Seid nicht traurig, seid nicht, ja, verzweifelt, ihr seid nicht allein. Auch wenn ihr euch so fühlt, ihr habt zwar vielleicht gerade niemanden, der neben euch steht, aber dafür sind wir ja auch hier in der Community da. Wir können uns gegenseitig ein bisschen halten, unterstützen und die geistige Welt lässt uns auch nicht im Stich, im Gegenteil. Ja? Denke daran, dass das Leben und das Universum, die geistige Welt immer für dich sind. Ja? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und ja, wenn ihr gerne eine Kartenlegung haben möchtet, wie gesagt, heute ist wieder Wunschpartner, Seelenpartner, Herzensmensch. Und ich arbeite auch energetisch mit einer Intensivreinigung, Blockadenlösung, Aura-Reinigung, Chakrenausgleich, Schutzritualen, Erfolgsritualen, alles, was man sich nur wünschen kann, ja, weißmagisch, positiv aufgeladen mit den göttlichen Energien, Schöpfungsenergien, dann meldet euch gerne bei mir. Auch eine Partnerzusammenführung oder Partnerrückführung kann ich durchführen. Und zwar ist das natürlich nur möglich, wenn ihr eine Verbindung habt. Ne? Das schaue ich dann natürlich nach. Habt ihr eine Verbindung, dann darf man das tun. Denn eure Energien gehören zusammen und manchmal sind da einfach Blockaden, die jetzt auch von außen manchmal noch auferlegt werden. Ja, ihr wisst, wir haben die letzten Male immer ganz viel mit der Schlange gehabt, ganz viel Schlangenenergie, also beziehungsweise die Energie, die negative Energie von außen, von anderen dritten Personen. Und das darf auch gelöst werden und so weiter. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und ich arbeite, wie gesagt, immer nur und ausschließlich mit dem freien Willen eines jeden Wesens zusammen und mit dem Seelenplan. Meine Lieben, ich brauche nochmal einen Schluck Kaffee. Prost! Ich habe schon so viele Stunden geredet heute. Und manchmal, ne, da ist dann die Kehle trocken. So, ich würde sagen, also wenn ihr euch für meine Arbeit interessiert, wenn ich euch mit einer Blockadenlösung, Intensivreinigung, Partnerrückführung, Partnerzusammenführung, so rum war es, dafür interessiert und das gerne von mir buchen möchtet, dann meldet euch bei mir. Ja, ich blende das immer mal wieder hier so links, rechts, oben, unten ein. Und es steht auch unten, wenn du in dem YouTube-Video jetzt hier unten auf die Überschrift klickst oder auf den kleinen Pfeil auf der rechten Seite ist das meistens, dann klappt sich eine Box aus und da stehen alle Karten, die ich auch verwendet habe, kommen gleich alle noch mehr, alles, was ich hier immer verwende. Und natürlich meine Kontaktdaten. Und zwar schreibe mir gerne eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Moment. Das geht schon wieder los. Also meine E-Mail-Adresse lautet deinekartenlegerin@ymail.com. Dann über meine wunderschöne Webseite, die ihr so liebt. Die ist auch ganz, ganz wundervoll. Ganz tolle Energien. Kartenlegerin-simone.de, also www.kartenlegerin-simone.de oder gerne über Instagram kartenlegerin-simone oder über Facebook Simone, deine Kartenlegerin, Lebensberatung und Chakrenausgleich. So, genau, da könnt ihr mir schreiben, E-Mail, SMS nicht, also hier im Chat könnt ihr mir schreiben über Instagram, Facebook, ne? Oder ja, genau, auch gerne als Kommentar hier unter das Video. Aber besser ist natürlich auch gerne über meine Webseite, das ist natürlich auch ganz super. So, meine Lieben, die Karten, die ich verwende, sind wieder das Before-Tarot von Pietro Aligo, Floriana Nativo, Artwork bei Eon und Simona Rossi im Lo Scarabeo Verlag, Made in Italy. Dann von der wunderbaren Amaryllis, ich hoffe, du schaust wieder zu, meine Liebe, ich grüße dich. Phoenix Soulmate Lenormand Volume 2 ist zu erwerben über Etsy. Ja, über die Plattform Etsy, also da müsst ihr nur Amaryllis eingeben und dann kommt er da zu ihrem Shop. Er hat ganz wunderbare Karten. Ich habe auch noch ein Deck und zwar das hier, das haben wir das letzte Mal auch immer benutzt. Hui! Mary Posers, Face Your Demons, ne? Das ist auch ganz toll. Genau, da könnt ihr schreiben und dann könnt ihr die dort erwerben, die wunderbaren Kartendecks. So, sie ist auch auf Instagram zu finden. So, das habe ich gesagt. Achso, genau, dann habe ich ja noch... Ach nee, das hatte ich ja gerade, das war ja das, genau, Phoenix. Lenormand,
Dann das, dann das. Dann habe ich hier von Nadine Breitenstein The Secret Key Cards Teil 1, 2 und 3. Da blende ich jetzt die Verpackungen ein. Die habe ich nämlich, da habe ich mal ein Foto von gemacht. Die habe ich jetzt nämlich gerade nicht hier. Die nehmen wir. Das ist auch so ein Riesenbatzen. Und dann last, nee, Quatsch, vorletzte. Dann von Maruk X wieder. Auch auf Etsy zu finden. Da gibt ihr einfach ein, gebt ihr ein Maruk, Maruk und dann das X. Und dann kommt ihr zu ihrem Shop und die hat auch ganz viele wunderbare Karten. Achso, das heißt Naked Art Orakel. Und dann natürlich von meiner wunderbaren, geliebten Heike Bender unsere Einhornkarten. Und da werde ich natürlich das Klangspiel wieder erklingen lassen für euch. Und eine Karte ziehen, ziehen wir dann am Ende für uns. Und am Ende spiele ich dann auch nochmal ein bisschen Hangdrum für euch, um uns einzustimmen auf das Ritual. Ach so, meine Lieben, was ich noch vergessen habe. Wenn ihr da mitmachen wollt, also am Sonntag ist ja das Ritual. Ihr könnt mir trotzdem die ganze Woche, wenn ihr das dann später seht als Sonntag und der Vollmond schon vorbei ist, schreibt mir gerne trotzdem. Ihr könnt dann auch nochmal mitmachen. Die Energien sind so hoch und so spirituell und ihr wisst, es gibt ja keine Zeit, alles ist ja gleichzeitig. Deswegen, ich arbeite genau mit dieser Energie auch weiter, weil sie immer noch präsent ist. Ja, ihr könnt euch also ganz getrost, wenn ihr jetzt am Sonntag, also jetzt heute das nicht seht live und dann am Sonntag ist der Vollmond und ihr schaut es erst dann und dann seid ihr traurig, braucht ihr nicht. Seid nicht traurig, ihr könnt euch trotzdem eintragen. Ich sehe das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt kein Herzchen gemacht habe, ich habe gerade so viel zu tun, ich komme nicht mal dazu, irgendwelche Herzchen zu verteilen auf YouTube, ne, oder so zu den, bei den Kommentaren. Ich lese das trotzdem, meine Lieben, und ich danke euch von Herzen. Ich habe euch sehr, sehr lieb und danke euch für jeden Kommentar. Wirklich, macht das auch bitte weiter und gerne auch ein Like immer für meine Videos, ne, damit das viele Menschen sehen und viele ja dort einfach abgeholt werden können, ja, wo sie gerade sind und dass vielen geholfen werden kann, ja, durch diese Legung und die Energien, die auch fließen, ne? Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Also tragt euch ruhig ein, seid nicht traurig, ihr seid dann mit dabei. Ich lese das alles, auch über meine Webseite, über Instagram, über Facebook, über E-Mail, also per E-Mail und auch natürlich hier unter dem Video. Ich lese das alles, ne? Ich lese es alles. Und nehme euch mit auf und eure Liebsten. So, meine Lieben, jetzt geht es los. Entspannt euch. Ich trinke nochmal ja, ein Schlückchen Kaffee, wollte ich sagen. Kurz ein Schlückchen Kaffee und jetzt werden wir ganz ruhig. Ich schütze jetzt unseren heiligen Raum und gebe hier ordentlich Kraft rein in eure Energiesysteme und überhaupt jetzt in diese Legung und werde die Klangschale anschlagen und ihr versucht euch zu entspannen und die Energien wieder einzuatmen, so wie wir das immer machen. Ne? Atmet die Energien richtig ein. Das sind wieder die göttlichen goldenen Energien, ja. Eine ganz heilige Klangschale, die immer dann zum Einsatz kommt, ja, wenn es um einen starken Vollmond geht und ihr werdet spüren, das geht um das Meisterbewusstsein, um die Göttinnen, um die Götterkraft und eben um das, um unsere Schöpferkraft, ja? So, meine Lieben, es geht los. Oh. Und ihr atmet die Energien ein. Los geht's. Also, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt das auch so deutlich wahrgenommen wie ich. Ich habe ganz stark gespürt, ich lasse die Klangschale mal stehen, ja, was ich eben tatsächlich schon mal gesagt habe, es geht ganz viel um Schutz. Es geht tatsächlich ganz viel um Schutz. Und
Ihr habt das bestimmt gemerkt, die Energien waren ganz flirrend. Die haben am Ende ganz, ganz, ganz stark, waren sie so flirrend, ja, so wabernd, flirrend. Ne, hat das so gemacht. Und das habe ich ganz deutlich gemerkt. Da waren ganz viele Störfaktoren in der Luft, in der Aura, teilweise bei euch. Und ja, da müssen wir jetzt nochmal genau hinschauen, was das ist, was da so angesprochen wurde. Und ja, also das geht vor allem eben wirklich um Schutz und um auch um Heilung, ja, also energetische Heilung. Habe ich die Karten hier? Und Moment. Ja, das war jetzt ein bisschen, das war sehr interessant, weil das waren sehr starke Energien. Also unser heiliger Raum ist jetzt geschützt, da braucht ihr keine Sorge haben. Aber bei euch habe ich, wie gesagt, gemerkt, da ist einiges los, sagen wir es mal so. Ne? Da ist wirklich einiges los und ja, ich gucke mir das an, wo da wieder etwas, wo der Hase im Pfeffer liegt bei euch, ne? Die letzten Male war es häufig so, dass irgendwie die männliche und die weibliche Seite angesprochen waren. Das war jetzt heute nicht so. Ach, man kann es gar nicht richtig erkennen. Wartet mal kurz. Heute war es wirklich der Schutz. Und das passt aber auch eben sehr gut ja, zu der Vollmondenergie, die jetzt kommt. Und was ich anfangs gesagt habe, dass hier fallen die Karten runter. Ja, dass einfach sehr viel Chaos entsteht, ne? Entstehen kann. Also es muss nicht bei jedem so sein, aber es ist so leichte, chaotische Energie und das wird man auch im Außen deutlich merken. Ich stelle mal die Klangschale zur Seite, denn die passt nicht mehr auf den Tisch. So, jetzt muss ich die Karten aufheben. Die waren heute, ihr seid wahrscheinlich auch sehr nervös. Kann das sein, dass einige von euch sehr aufgewühlt sind, meine Lieben? Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ne? Ich mische schon mal ein paar Karten und hebe gleich die anderen nochmal auf. Und verteile die jetzt bei euch. Lieben, so, ich bin gespannt auf die Secret Key Cards. Die sind ja auch immer sehr aussagekräftig. Upsala, mein Stuhl quietscht. So, und ihr entspannt euch. Ich mische die Karten jetzt hier. Das ist immer so ein bisschen, das dauert immer so ein bisschen. Ja, okay. Die war ganz aufmüpfig. Also die Energien sind jetzt schon, ich kann es jetzt schon wieder sagen, die Energien sind nicht also sie sind etwas schwierig. Ich merke das. Es sind einige von euch vielleicht sogar ein bisschen wütend auf euren Partner oder dass irgendwas passiert ist in eurem Umfeld, vielleicht auch familiär, ja, was euch ein bisschen aufgeregt hat. Das kann möglich sein, ja. Ich lege jetzt mal diese Karten. Ich wollte eigentlich die Lenormand-Karten legen. Ich mache das mal beides. Ich mache mal beide. Das habe ich gerade so den Impuls. Wo liegt sie hin? Da. Sieht man sie da? Nee. Ist immer so schön, wenn das alles so aufgeräumt ist. Alles geordnet. Das macht doch gleich Spaß, ne? Und ja, ich merke auf jeden Fall, hier ist einiges. Das letzte Mal hatten wir auch die Wut. Wisst ihr das noch, falls du das Video gesehen hast? Das letzte Mal hatten wir auch die Wut. Und zwar bei euch. Da war etwas, worüber ihr noch nicht hinweggekommen wart, Situationen mit eurem Partner, aber das hatte auch etwas mit eurer Kindheit zu tun, falls ihr euch erinnert. Wir schauen mal, was da wieder ist, weil, ja, also der Schutz, ne, das ist wirklich immer ganz interessant, wie die Klangschale am Anfang dann immer für euch arbeitet, um euch zu schützen, aber auch wirklich schon deutlich spürbar ist, was da Sache ist bei euch. Und ja, naja, wir gucken mal.
Ich brauche heute irgendwie ein bisschen mehr Kaffee als sonst. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Na klar, ihr seid doch die Besten, meine Süßen. Ach, ich mache das so gerne mit euch. Ich bin so gerne für euch da. Ich liebe es und ihr liebt es auch so und das ist so wundervoll. Ich kriege so viele wundervolle E-Mails und ich danke euch so herzlich. Ich hoffe, das kommt nur annähernd irgendwie wirklich rüber. Ich danke euch so sehr dafür. Das ist einfach meine Berufung, das, was ich liebe und ihr liebt es auch und das ist wirklich ganz wundervoll. Ich bin so froh, dass ich für euch da sein kann und dass, ja, diese Orakel hier immer für euch legen darf. Das ist so schön. So, so schön und ich danke euch. Ich hoffe, es gefällt euch auch. So, dann jetzt die Mariposas. Also ich habe ehrlich gesagt ein angespanntes Gefühl, was die Karten betrifft, ja. Hier, die drehen sich auch schon wieder so hin und her. Man kann das tatsächlich manchmal, also beziehungsweise ich kann das manchmal schon anhand des Missions wahrnehmen. Die nehmen wir mal für euch. Ja, die ist schon wieder hier. Die fliegen mir gleich aus der Hand hier. Und ich habe sie eigentlich fest. Die wollen weg. Die nehme ich jetzt mal für euch als Verbindung. Die tue ich mal kurz dahin stellen. Ich mache es gleich schöner. Nehmen wir mal zwei. Und nochmal eine Tarotkarte, weil das ist immer, ja, die war es schon. Die stelle ich gleich nochmal schöner dahin. Und nochmal zwei, drei von den Secret Keycards. Na, nehmen wir mal zwei, sonst wird es zu viel. So, ich wollte mich heute eigentlich nämlich kürzer fassen. Zumindest wollte ich es versuchen. So, jetzt. Ich bin gespannt. Also wirklich, wir drehen die Hauptkarte um. Oh, das Yin-Prinzip. Wow. Na, das ist ja mal wieder, das ist also die weibliche Kraft, ne? Yin und Yang, kennt ihr? Männliche und weibliche Prinzip. Das ist jetzt die weibliche Kraft. Das ist jetzt sein Bild hier, ne? Also eures Herzensmenschens. Und was euch betrifft, also ihn und also sein Kartenbild, aber auch, das geht natürlich um euch dabei. So. Das heißt, er muss ein wenig mehr in seine weibliche Kraft kommen. Das ist interessant, weil das war die letzten Male immer umgekehrt, beziehungsweise bei euch, dass ihr in eure weibliche Kraft kommen musstet. Und er muss Selbstliebe lernen. Ja, er muss lernen, sich hinzugeben, Liebe anzunehmen und ja, auch sich zu öffnen eben. Ja, ich habe das Gefühl, er ist auch sehr verschlossen. Und ihr seid darüber wirklich möglicherweise ja, sehr, wollte fast sagen, erbost. Ja, also sauer oder vielleicht besser gesagt enttäuscht. Vielleicht seid ihr einfach enttäuscht und habt das Gefühl, er ist nicht, er öffnet sich nicht genug, er kämpft nicht genug um eure Verbindung. Ja, kann das möglich sein, mein Lieb? Wir schauen mal weiter. Jetzt Kopfbereich. Die Wiege. Ah. Also er scheint momentan wirklich sehr langsam zu sein, ja. Sehr entspannt. Und vielleicht habt ihr, ja, genau das wird es sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er bewegt sich einfach nicht so, wie ihr das gerne hättet. Und für ihn ist das alles so, ja, er macht so alles so mit seiner Ruhe. Das ist ja eigentlich auch gut, aber es geht euch vielleicht nicht schnell genug. Natürlich kann er sich auch nur in seinem Tempo entwickeln, ne? Und genauso arbeite ich übrigens auch, dass ich mache da jetzt nicht, ich unterstütze natürlich und gebe da schon ordentlich Kraft rein, aber das geht alles nur also eurem und seinem eigenen Tempo, das ist ganz klar. Aber trotzdem kann man da natürlich unterstützend, heilend Energien fließen lassen, ja, die dann wirklich auch einiges in Fahrt bringen. Trotzdem ist es nachhaltig nur, wenn man das in dem eigenen Tempo eben ja, sich entwickelt, ne? Erarbeitet sozusagen. Das ist klar. Er ist so ein bisschen gepampert, will ich fast sagen. Ja, wisst ihr, wie ich das meine? Also, dass er so ein bisschen, er kriegt so ein bisschen, ich muss das leider so ausdrücken, meine Lieben, haltet euch die Ohren zu, den Hintern gepudert. Also, vielleicht ist da, und jetzt nehme ich wieder eine andere Energie wahr,
Bei ihm. Vielleicht hat er eine Freundin, es können auch wieder die Eltern sein, Kinder, Frau, auch die Freunde. Ja, hatte ich ganz häufig auch wieder, dass Freunde auch da waren von eurem Partner, die ihm irgendwie, oder Freundinnen, die irgendwie eifersüchtig waren, obwohl die selber auch verheiratet waren. Ja, also so ganz, ganz merkwürdige Konstellation, wo man sich wirklich fragt, ja, wo ist da wirklich was schiefgelaufen? Ja, wo ist da das Ego wirklich so, wo hat sich das so aufgebaut im Laufe der Jahre, dass man so die Kontrolle überhaupt nicht abgeben kann, auch über Freunde nicht, ja? Obwohl man da gar keine Liebesbeziehung hat, ja? Wisst ihr, was ich meine? Also ganz, ganz crazy sozusagen, ja? So, und hier ist irgendwas. Ja, er lässt sich so ein bisschen, er lässt sich so ein bisschen gehen. Er macht nicht so viel, wie er eigentlich könnte. Er lässt sich so ein bisschen da so, ja, bedienen, will ich fast sagen, ja. Vielleicht ist er da auch in so einer Situation in seiner Familie, Partnerschaft, wo es eigentlich ganz gut hat, denkt er, ne? Also da ist keine Liebe und so weiter, aber oder halt einfach nur Langeweile, aber irgendwie lässt er sich gut gehen, ne? Kommt nicht aus seiner Komfortzone heraus. Und ich nehme aber auch gleichzeitig wahr, dass er irgendwie mit euch dann nachts sozusagen oder dann in anderen Momenten so ein richtig zweites Leben führt. Also so ein, ja, ein Doppelleben, genau. Irgendwie so eine Art Doppelleben habe ich hier. Und da braucht er ja die emotionale Reife, da wirklich hinzuschauen. Das ist es, ne? Er braucht die emotionale Reife. Und er ist da noch sehr, weil in der Wiege, ne, liegt ein Babylein, ist ja klar. Das ist ja emotional noch nicht so entwickelt. Das beruht ja nur oder basiert ja nur auf Vertrauen. Und ja, wir gucken weiter, meine Lieben. Die Kartenlegerin, guckt mal, da bin ich. Kuckuck. Ja, das heißt, hier wäre eine Beratung schön, angebracht, wichtig. Das heißt natürlich auch Klarheit bekommen, ne? Das ist auch ganz klar. Vielleicht geht er auch zu einer Beraterin oder lässt sich beraten oder, jetzt passt auf, seine Bezugsperson hier, Frau, wie auch immer, macht irgendwas energetisch, aber vielleicht nicht so positiv. Wir gucken mal weiter. Ach nein! Guckt euch das an. Ich habe es gerade gesagt. Ich habe gerade gesagt, vielleicht macht er irgendwas, lässt die Frau von ihm oder die, ne, ihr wisst, Partnerin, Partner, wie auch immer wer, Mutter, Kinder, Verwandte, hier, irgendwas oder Schwester, genau, Bruder, lassen die irgendwas energetisch machen. Das kann ja sein. Das gibt es leider, leider häufig. Leider ist das häufig so, dass die Familie, ja, teilweise sehr negativ energetisch arbeitet, ne? Also dann sehr fesselnd, sehr beeinflussend, sehr manipulativ. Das kann natürlich sein. Es kann aber auch jetzt ein Hinweis darauf sein, dass er einfach wirklich Klarheit braucht, ja? Einfach nur Klarheit, und einen kleinen Schubser, einen sanften Stupser in die richtige Richtung, ja? Ist möglich. So, dann gucken wir weiter. Herzbereich. Wow, die Miene, guckt mal hier, die Goldmiene. Da ist etwas im Verborgenen und er sucht nach seinem Glück. Und die Suche ist auch hier das Yin-Prinzip, ja? Also die Weiblichkeit, die Gefühle. Und eigentlich hat er das schon gefunden. Und das ist eine Glückskarte, ne? Das heißt, das ist jetzt in seinem Herzbereich und im Herzbereich seid ihr ja auch verbunden, ja? Das bedeutet, dass ihr, oh, Klammern, interessant, dass ihr ja eine spirituelle Verbindung habt, ne? Das kann eben auch die Kristallkugel bedeuten, dass ihr eine spirituelle Verbindung miteinander habt, die auf eine karmische Verbindung hindeuten kann und die jetzt vor allem aber auch wachsen möchte, ja? Und das ist auch sein Glück, seine Aufgabe und ich habe so das Gefühl, er weiß das nur noch nicht so richtig. Er weiß noch nicht so richtig, dass er mit euch ja so richtig seelisch verbunden ist und dass das für ihn wirklich eine Befreiung, ein Glück, eine große Liebe bedeuten könnte. So, und jetzt kommt hier Klammern.
Das heißt, er hat noch nicht losgelassen. Und das passt auch gut zu der Wiege und zu dieser Situation, die ich eben meinte. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ihr vielleicht, dass wieder diese Wut irgendwo da ist, ja, und der Schutz gebraucht wird. Der Schutz hier vor dieser Negativität der Familie, das ist vielleicht schon auf euch übergegangen. Das kann möglich sein, muss nicht, kann aber, ja. Vielleicht fühlt ihr euch ausgepowert, schlecht und habt das Gefühl, ihr kommt gerade überhaupt nicht mehr klar oder energetisch irgendwie. Seid ihr traurig und habt vielleicht sogar Albträume? Das kann auch an der Negativität, das muss nicht immer sein, dass die jetzt schwarz, ne, also negativ arbeiten, sondern das kann sein, dass die auch nur blöde oder negative Gedanken in eure Richtung haben. Das reicht auch schon völlig aus. Oder schlecht über euch reden, euch nicht mögen, so, ne? Das muss nicht jetzt nicht immer hier die negativste Zauberei, Magie sein, ne? So natürlich nicht. Aber es reicht ja schon aus, wenn sie, ja, wenn sie wirklich Gift verspritzen, giftige Worte haben in eure Richtung. Und das habe ich so das Gefühl, das könnte da wirklich auf jeden Fall möglich sein. Und er muss lernen, loszulassen. Er hat wahrscheinlich, und hier spüre ich aber auch etwas aus seiner Kindheit wieder, dass er ist so gefangen in seinem alten Thema, dass er, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas mit seinen Eltern, auch Mutter, Vater, also Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht da tatsächlich ein Ahnenthema, was da mit reinspielt, etwas Karmisches, woran er immer noch festhängt. Das muss gar nicht aktiv sein, dass er da aktiv dran festhält, sondern es kann auch sein, dass das immer noch an ihm so dran klebt, sozusagen, ne, das Karma. Und da ist irgendwas, ja, wo er kein Selbstbewusstsein hat. Und das denke ich, dass das was mit Beziehung zu tun hat, ne? Dass er Angst hat zu vertrauen. Er muss einen großen Vertrauensbruch in der Kindheit erlebt haben oder schon vorher oder beides, weswegen er nicht vertrauen kann. Also meine Lieben, ich sag's nochmal, also das Ritual, ne, wäre hier wichtig. Bitte schreibt mir gerne, ne, egal wie über E-Mail, über meine Webseite, über Facebook, Instagram und hier auch über YouTube, ja. Schreibt mir gerne, dass ihr dabei sein möchtet. Ich denke, hier wäre sehr viel Schutz nötig. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt schon eure Legung und da ist ganz viel Negativität, Beeinflussung, Manipulation, ja. Bei euch, bei ihm und in eurer Verbindung, wenn ihr das spürt und das euer Thema ist, meldet euch gerne bei mir. Ja? Ich denke, es wäre hier sinnvoll und auch wichtig, energetisch das zu lösen und für euch zu arbeiten, denn das kann sehr negativ und destruktiv sein, ja, diese Verbindung, dieses Negative, was da von außen so manipuliert wird. Und das ist nicht gut. Und ich spüre, einige von euch spüren das auch. Ihr nehmt das wahr. Also ich zeige hier hin, weil das eure Karten hier sind, aber ich spüre das bei euch, ja. Und ich hatte ja am Anfang die Klangschale, bei der Klangschale gespürt, dass ganz viel Schutz nötig ist und dass auch Störfaktoren bei euch sein können, ja. Weil das so geflirrt hat, so flirrend war, ne. Und dann arbeitet das immer ganz viel und macht in Wellenbewegungen, nimmt es die Negativität raus, ne. Und ich denke, das wäre schön, wenn man hier, oder wenn ich hier mit der göttlichen, geistigen Welt euch noch mal mehr schützen könnte und vor allem hier eure Liebe. So, wir gucken weiter. Oh, die Veränderung, die Störche, schaut mal, das ist aber gut, weil das liegt hier unten in der Handlung, also in seinem, wie er sich nach außen hin präsentiert. Da möchte eine häusliche, räumliche Veränderung eventuell kommen. Es kann auch sein, dass er in Urlaub fährt, kann sein, ich schaue mal weiter, wie es weitergeht. Ihr bekommt eine Nachricht. Eine positive Nachricht, das finde ich sehr schön, denn diese Nachricht ist immer positiv. Also es kann natürlich auch sein, entweder, ja, also passt mal auf, es kann sein, er zieht aus, er zieht um, er hat eine positive Nachricht, was seine häusliche, räumliche Situation betrifft. Das kann natürlich wirklich gut sein, ne, für euch, dass das eine so positive Nachricht ist, dass er sich vielleicht trennt. Also ich sehe jetzt noch keine Trennung, ich gucke gleich mal die letzte Karte. Aber also, dass da was passiert tatsächlich. Oder er möchte mit euch in Urlaub fahren. Kann auch sein. So, jetzt die letzte Karte. Ich bitte um gute Karten. Veränderung. Oh, doppelte Veränderung. Time for change. Das haben wir auch. Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Impuls. Doppelt liegt es hier drin.
Und das heißt dann auch, dass es wirklich kommt und wichtig ist und dass es jetzt wichtig ist, die Zeit zu nutzen für die Veränderung. Ja, da meldet euch gerne, wenn das jetzt schon eure Legung ist. Wirklich, wenn jetzt hier doppelt die Zeit für Veränderung fällt, ja, ist es wichtig, jetzt tätig zu werden. Ne? Unterstützend, heilend mit den Schöpferenergien. Ja, jetzt für die fünfte Dimension. Da wird der Grundstein gelegt für eure Zukunft. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Und auch mit dem Ritual. Meldet euch gerne. Schreibt mich an. Ihr könnt alle gerne dabei sein. Und ihr seid schon dabei, wenn ihr euch dafür entscheidet. Ja? Auch wenn ihr mir jetzt nicht schreibt, wenn ihr euch entscheidet, dabei zu sein, weiß die göttliche Welt, göttliche geistige Welt, dass ihr dabei sein möchtet. Ja? Aber um das nochmal euch klar zu machen, schreibt es mir. Ja, das ist nochmal wichtig, dass es nochmal in diese Welt kommt, also aufgeschrieben wird. Viele brauchen das. Ne? So, ich brauche nochmal einen Schluck Kaffee, meine Lieben. Prost. Ich sage das immer vorher nicht, dass ihr euch wundert, wenn es schmatzt und schlürft hier. Okay. Ich möchte jetzt schauen, wie es bei euch im Kopfbereich aussieht. Ich drehe beide um. Destiny. Ja. Ja. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, Karma. Tja, euer Karma, also das Rad des Schicksals, ne? Auch die Richtung, jetzt ist es wichtig. Meine Lieben, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Also macht beim Ritual mit, ja, wenn ihr möchtet. Das ist ja kostenfrei, ne? Es kostet euch das nichts. Also ihr könnt einfach dabei sein, wenn ihr möchtet. Und ich arbeite kräftig und lasse für euch die Energien fließen. Denn jetzt ist es wichtig. Und das habe ich vorhin auch gesagt. Und das ist so witzig mit dem Ritual. Das passt so gut. Das Schicksal, das Rad hier, ne, wie ihr seht, das ist jetzt zwar ein Steuerrad, aber das heißt auch, wohin wollt ihr? In welche Richtung steuert ihr, ja? Das Rad, in welche Richtung leitet, lenkt ihr euch, leitet ihr euch selber? Eure Seele möchte euch leiten. Schaut hin, werdet euch bewusst klar darüber, wer ihr morgen sein wollt, wer ihr schon immer sein wolltet, was ihr erreichen wolltet. Wo ihr was in euch erreichen wolltet und richtet euch danach aus. Schlagt diese Richtung ein, ja, nehmt diese Richtung, diese Position ein. Werdet euch ganz bewusst darüber, wo ihr hin wollt. Und das ist wirklich witzig, weil das ist genau das Ritual, was ich jetzt durchführe. Genau, und das waren ja auch die letzten Male auch häufig so. Es geht einmal um Seelenpartnerschaft, aber auch um eure Wahrheit wieder, um eure Ausrichtung, um die klare Führung in euch, eure eigene innere Führung, ja, eure Seelenführung wird hier angesprochen. Es geht ganz viel um das dritte Auge, um das Kronenchakra und auch wieder um euren Solarplexus, ne, womit ihr euch ja mit der fünften Dimension verbindet. Ja, das ist interessant, wirklich interessant und auch gar nicht so einfach. Ne? Man sagt das immer so einfach, ja, was willst du denn dann so? Und manche wissen das aber gar nicht. Versucht mal wirklich zu ergründen, nehmt euch die Zeit, ihr habt Zeit dafür. Es heißt nicht nur, weil jetzt immer alle von der fünften Dimension sprechen, oh, es muss jetzt alles von heute auf morgen. Nein, nein. Ihr habt alle Zeit der Welt. Auch das ist euer Weg. Auch das ist richtig, ja? Gut Ding will Weile haben, auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch einige, die sind so schnell, zack, und da passiert so viel und rumsdi dums sind sie angekommen. Das gibt es auch, ja. Aber wenn es bei euch nicht so ist, das ist völlig in Ordnung. Ihr kommt trotzdem mit und das ist einfach euer Weg. Entschuldigung, ich bin gerade gegen die Kamera gekommen. Das ist wunderbar. Vertraut, ne? Trust the process. Vertraut dem Prozess, dem inneren Prozess, eurem Wandlungsprozess. Und wenn ihr trotzdem denkt, ihr könnt Unterstützung gebrauchen, meldet euch bei mir. So, hier, Karma, eure Ausrichtung. Ne? Auch beruflich wieder, ganz toll. Also hier, wenn das auch räumlich, ne? Wenn ihr euch räumlich verändern wollt, wenn ihr denkt irgendwie gerade, ja, nee, also meine Wohnung, mein Haus, da, der Ort, wo ich lebe, oder vielleicht wollt ihr ins Ausland auswandern, ist auch möglich. Oder vielleicht lebt auch euer Partner übrigens im Ausland. Das kann auch sein, dass da jetzt eine Veränderung kommt oder er euch besucht oder ihr ihn besucht, ist auch möglich. Macht es. Die Zeit ist jetzt. Nicht gestern, nicht morgen, jetzt. Bleibt im Hier und Jetzt. Ja, ganz wichtig. Bleibt im Hier und Jetzt. Und ich werde am Ende, wenn ich Hangram spiele und auch nochmal mit
die Einhornkarte für euch ziehe, dann lasse ich ja Energien für euch fließen und da werde ich nochmal genau darauf eingehen. Ja, das stimmt euch ein bisschen ein auf die Vollmondzeremonie. So, jetzt die Tarotkarte. Die 5 der Stäbe. Ja, das ist ein bisschen eine Kampfeskarte. Es geht dabei auch um eure Lebensfreude, um eure Lebenskraft, eure Kreativität, euren Geist, ja, auch. Und ihr habt so ein bisschen zu kämpfen momentan. Vielleicht gibt es viele Menschen, die auch auf euch gerade einreden, auch was eure Verbindung betrifft. Ihr wisst ganz genau, eure Verbindung ist heilig, karmisch, magisch, liebevoll. Auch wenn er sich da immer noch nicht so richtig ausmehrt, leider. Aber hier, die Mine, ne, das ist eine ganz, ganz, ganz starke Glückskarte. Wirklich ganz stark. Das ist, hier steht auch drauf, harte Arbeit wird sich auszahlen, ne? Wie wenn man Gold schürft in der Mine. Das ist ja auch wirklich harte Arbeit. Aber es lohnt sich letztendlich, ja. Das ist wahrscheinlich zwischen euch wieder eine Situation, die auch schon länger besteht. Ihr kennt euch vielleicht auch schon länger und habt das Gefühl, ja, es geht nichts vorwärts, aber trotzdem, ne? Also es lohnt sich. Er muss halt ein bisschen aufmachen. Ja. Und ihr kämpft und seid wirklich am Kämpfen. Und ihr habt auch ein bisschen das Gefühl, ihr kämpft so auf kargem Gebiet, auf kargem Boden und vielleicht verhungert ihr auch leider so ein bisschen emotional, ja, am langen Arm. Möglich, es ist möglich. So, dann gucken wir mal in euren Herzbereich. Ja, wieder die Ausrichtung. Schaut's euch an. Ja oder nein, wohin geht euer Weg? Richtet euch aus, auch euer Herz. Vielleicht seid ihr im Herzen auch gerade, habt ihr euch zurückgezogen. Ne? Das kann sein, weil er sich nicht ausmehrt, er kommt immer nicht in die Pötte. Das haben wir ja leider öfter. Ne? Er ist wieder langsam wie eine Schnecke. Obwohl ja einiges doch schon sich verändern will. Ne? Also er scheint sich auch dafür entscheiden zu wollen, dass eine Veränderung geschieht. Ja, weil er ist ja hier unten, also das ist ja Kopf, Herz, der Tätigkeitsbereich, also was er, wie er sich nach außen hin verhält. Das heißt, er will ja hier, er lässt euch eine Nachricht zukommen, die eine Veränderung bei ihm bedeutet, beziehungsweise mit euch, aber eine positive Nachricht, also eine positive Veränderung für euch. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr momentan auch ein wenig zu seid emotional. Vielleicht spiegelt ihr euch das doch ein bisschen, ja? Und das ist natürlich dann, ich weiß, das ist natürlich für euch klar, ich verstehe das auch, dass ihr euch zurückgezogen habt. Es ist auch in Ordnung, weil ihr müsst euch auch schützen. Trotzdem kann es sein, dass das für ihn natürlich auch schwierig ist, weil er braucht, wenn ihr Seelenpartner seid, wovon ich jetzt mal ausgehe, ja, weil das Karma auch wieder gefallen ist hier und ich habe das ja auch schon gespürt, dann ist es so, dass ihr vielleicht der Gefühlsklärer seid. Also, dass ihr diejenigen seid, die ihm den Weg auch ein bisschen aufzeigen, was die Gefühle betrifft. Und er zeigt euch so ein bisschen den Weg der Klarheit, ja, oder der Gradlinigkeit. Dass ihr euch nicht in den Gefühlen verliert und er verliert sich aber auch nicht im Kopf, ne, also im Verstand. So. Das muss ich ausgleichen, weil ihr seid sehr klar im Verstand schon und könnt damit gut umgehen, aber seid sehr gefühlsintensiv. Und bei ihm ist es genau andersrum. Er ist sehr verkopft und Gefühle sind, ne? Also da ist, ist schwierig, obwohl er natürlich liebesfähig ist. Das ist ja klar, das sieht man ja auch. Aber trotzdem, oder ihr wisst das und spürt das auch, aber trotzdem kann es sein, dass ihr euch da gegenseitig immer auf den Weg aufzeigt und dass, wenn ihr euch jetzt verschließt im Herzbereich, dass er überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr hat, wo die Reise hingehen soll. Deswegen wäre es wichtig, wenn ihr im Herzen geöffnet bleibt. Ich weiß, es ist schwierig, ne? Die ganzen Verletzungen, da sind viele Verletzungen auch geschehen bei euch, das sehe ich auch und das nehme ich wahr und vor allem auch diese Negativität, das hat euch ziemlich, ziemlich getroffen und vor allem, weil ihr das Gefühl habt, ja, er steht nicht richtig zu euch, ne? Aber das tut er schon. Er kann es euch bloß nicht zeigen. Ja, blöd. Blöde Geschichte. So, okay, wir gucken mal weiter. Ja, der Frust, die Stabilität, der Ausgleich. Die 4 der Münzen, das ist eigentlich eine relativ gute Karte.
Das heißt, du bist innerlich oder ihr seid innerlich stabil und schon auch gefestigt, aber ihr neigt dazu, auch Dinge zu verbissen zu sehen gerade, nicht loszulassen und vielleicht auch vorschnell zu handeln. Ja, das kann hier auch möglich sein. Versucht hier ein wenig den Druck rauszunehmen. Ich spüre sehr viel Druck bei euch in der Magengegend, ja, und auch im Herzbereich. So ein bisschen, so wirklich so ein zues Gefühl bei euch. Ja, ihr habt auch ein bisschen die Nase voll, ne? Also ich verstehe es auch. Ich sehe das auch. Ich kann es auch nachvollziehen. So, jetzt gucken wir mal unten hier. Ja, die Konflikte. Ihr habt wahrscheinlich viele Diskussionen miteinander gehabt. Schon immer. Und du weißt nicht so richtig, was ist falsch. Und die Karte sagt aber aus, dass egal was du tust, es wird richtig sein. Vertraue dir selbst, ja? Also das finde ich eigentlich ganz gut, weil vertraut dem Universum, weil ich denke auch, ihr wisst momentan gar nicht mehr, weder vor noch zurück, noch ein noch aus. Und wie gesagt, wenn dem so ist, meldet euch gerne bei mir. Ich kann mich da schon mal ein bisschen in eure Situation einfühlen. Ach genau, und wenn ihr euch bei mir meldet, schreibt mir ruhig schon ein bisschen etwas über eure Situation, ja? Ein bisschen, wie es bei euch ist. Und dann fühle ich mich rein und kann euch auch schon etwas empfehlen, wenn ihr das möchtet. Und schicke euch auch meine Angebotsliste zu. Versucht zu vertrauen. Ich weiß, das fällt vielen schwer. Ich weiß hier, das Vertrauen ist schwer, gerade auch ihm. Vielleicht vertraut ihr ihm trotzdem. Und wenn ihr das versucht, dann löst sich in euch auch vielleicht schon ganz automatisch diese Blockade. Ja, dass ihr alles kontrollieren wollt. Vielleicht wollt ihr da auch zu viel kontrollieren und müsst einfach auch hinnehmen, dass er leider eine langsame Schnecke ist, ja? Oder eine Schildkröte, wirklich, die sich langsam entwickelt. Aber auch er wird sein Ziel erreichen, auch wenn es nur langsam geht, ja. Auf dieser Reise, ja, das ist eben eine Reise, die er antreten wird und die in euer Glück führt, gemeinsam, ja. Ihr seid Dualseelen. Ich bin da eigentlich ziemlich sicher, weil eben das Yin-Prinzip gefallen ist hier und Yin und Yang, ne, ihr gleicht euch einfach aus. Und da ist es wichtig, dass du auch Vertrauen hast, ja? Vielleicht, ja, du denkst vielleicht auch zu viel nach und bist da zu blockiert teilweise, möchtest deine Gefühle kontrollieren. Ja, und das ist natürlich schwierig, ne? Du bist verschlossen, gefühlstechnisch, und dann auch noch doch sehr verkopft und da fließt überhaupt keine Klarheit bei dir. Ja? Wie gesagt, versuche dir zu vertrauen. Vertraue deiner Seele und dem Weg. Ach du Jemine, ja, na wieder, wenn das mal nicht passt, gehe in Klausur mit dir selbst, der Eremit. Der ist auf den Berg geklettert und hier ist jetzt auch ein bisschen die Schlange zu sehen. Das bedeutet hier unter anderem auch Heilung, aber auch, dass du, wenn ich das nämlich jetzt zusammendeute, dass du ein bisschen blockiert bist dadurch, ja? So ein bisschen Kontrolle wird da auch auf dich ausgeübt und du brauchst hier ganz viel Klausur mit dir selbst. Gehe in die Ruhe, in die Entspannung, schaue dir die Situation von oben an, von außen, wie ich das immer sage, einen übergeordneten Blick zu bekommen. Das habe ich in dem letzten Video mal ein bisschen deutlicher erklärt, also schau dir das gerne nochmal an. Das hat auch was mit der fünften Dimension zu tun und eben mit unserer Seelenweisheit, ja, unserem Seelenstern, dass du hier mehr mit deiner Seele jetzt kommunizierst und dich leiten lässt, ja. Das ist der Weg für euch hier. Ja, das Vertrauen wieder zu erlangen in euch. So, jetzt guck mal, was er im Kopfbereich hat. Wir machen es wieder so. Wow, die Gebete. Ja, also ehrlich gesagt, ja, stellt euch mal vor, er betet. Er betet um Schutz, um Klarheit, um Heilung. Und er betet zum Universum, dass er aus dieser Situation rauskommt. Das finde ich ja auch ganz schön.
Ich glaube, er ist auch sehr traurig. Und das hat er tatsächlich auch im Kopfbereich. Also er weiß einerseits auch, okay, es geht vielleicht auch nicht ohne göttliche Hilfe. Das ist eigentlich auch ganz schön, ne? Dass er vielleicht doch auch so eine spirituelle Phase gerade hat. Das ist eigentlich schön. Bitte die Engel und sie werden helfen. Ja, das ist gerade so sein Prinzip und das finde ich eigentlich gut. Er möchte, er braucht Hilfe. Vielleicht kann er das nicht so richtig tatsächlich in seinem Alltagsbewusstsein. Also da merkt man das nicht, ja, aber innerlich wird er darauf so ein bisschen hingeführt oder so darauf mit der Nasenspitze so ein bisschen gestoßen, ne? Weil jeder Mensch ist ja spirituell und er hat doch so ein bisschen so ein Gottvertrauen, ja. Aber er betet wirklich auch, dass Hilfe kommt. So habe ich das auch ein bisschen im Gefühl. Er ist wirklich sehr angespannt. So, den letzten. Oh, ja. Der Ritter der Schwerter. Das heißt unglaublich viel Chaos und Stress, was ich gesagt habe. Das Gute an dieser Karte oder an dieser Energie ist, der kommt rein, der Ritter, ja, der Schwerter. Haut alles kurz und klein, dann ist er aber auch so schnell wieder verschwunden, wie er gekommen ist. Trotzdem ist er natürlich eine Belastungskarte und dass er wirklich in seinem Kopf, ne, guckt euch das an, ah, er ist ärgerlich, wütend, auch er ist wütend, ja. Und überfordert, ne? Ich spüre wirklich auch eine starke Überforderung bei ihm. So, Herzbereich, ich gucke. Überraschung. Oh, schaut mal, das Einhorn. Unser erstes Einhorn heute. Guck mal. Oh, wie schön. Ja. Die geistige Welt möchte hier wirklich sehr präsent sein für euch. Da möchte Magisches geschehen und er spürt die Magie zwischen euch. Das ist genau diese Miene hier, dieses Glücksgefühl, was er hat, ne? Er spürt, dass da etwas kommen möchte, dass da etwas zwischen euch liegt. Also nicht zwischen euch, was euch, ja doch zwischen euch, was auch euch verbindet, was mit euch ist, etwas Magisches, eure magische Liebe. Eure, ja, und vielleicht hat er aber auch eine Überraschung für euch. Und das kann eben hier mit der Nachricht und dem Umzug oder der Veränderung an sich zu tun haben, ne? Sehr schön. Oh, die Sonne und das auch noch im Herzbereich. Na, wenn das mal nicht wundervoll ist. Also, meine Lieben, wie gesagt, ne, wie ich immer sage, wenn du öfter meinen Kanal schaust, die Sonne ist eine der höchsten Liebeskarten im Tarot als auch hier im Lenormand. Das ist nicht immer nur das Herz oder die Lieben, dann ist schon mal sowieso nicht, sondern die Sonne. Ist auch das männliche Prinzip, hat auch etwas mit Neubeginn zu tun, mit der Kindheit. Ihr seht es hier, das Kind, was sich hier so fallen lässt, was so schwebt, ja. Die Männlichkeit, ne, das Pferd, die Energie, der Sommer ist es auch an sich selbst. Also die Jahreszeit Sommer haben wir ja jetzt, passt sehr gut. Da möchte die Veränderung kommen. Und die Energien wollen fließen. Die männliche Energie, ja. Möchte auch in ihm wiederkommen. Das ist auch ganz schön. Also er braucht ja hier vor allem Weiblichkeit, aber vielleicht kann er mit seiner männlicher Energie, seiner männlichen Energie, euch auch wirklich stützen. Und ja, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, sieht euch ausgleichen. Ne? Aber hier möchte ganz viel Leidenschaft, ganz viel Zuversicht kommen und ganz viel Leichtigkeit und nur ein, der wirklich der Neuanfang, ja. Die Sonnenseite des Lebens. Ah, ich habe das Gefühl, da möchte wirklich einiges, also das ist auf jeden Fall sein Gefühl für euch, ja? Hier, die Überraschung und die große Liebe. Er ist auf dem Weg und ja, er braucht nur noch ein bisschen mehr Selbstliebe, habe ich das Gefühl. So, jetzt unten die, wie es weitergeht, ich schaue. Ja, okay, das spirituelle Erwachen. Das ist interessant, weil, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal, ne? Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, bei euch, Karma, die Ausrichtung. Dann hier, er hat Überraschungen und überhaupt die magische Empfindung für euch, dann er betet und dann ist hier auch noch die Kristallkugel mit der Kartenlegerin, was unter anderem eben auch heißen kann, dass er sich entwickelt. Und hier möchte seine. Ja, auch er möchte erblühen, er möchte spirituell wachsen, er möchte weiterkommen. Vielleicht ist er auch sehr spirituell und ihr kennt ihn über ein Seminar, über eine Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung, ne, sowas. Oder aus dem Internet irgendwie kennt ihr euch, ja, das kann sein. Vielleicht ist er sehr spirituell und
Darüber kennt ihr euch. Es kann übrigens sein, dass euer Partner, jetzt muss ich mal schauen, was könnte er vom Sternzeichen sein? Komischerweise habe ich das Gefühl Wasser, obwohl er hier genau das lernen muss. Aber es kann sein, dass es genau das ist, wo er hin muss, ja? Es kann auch sein, dass das seine Betonung ist, eine Wasserbetonung. Es könnte aber auch Luft sein. Aber ich habe tatsächlich Wasser. Also wenn ich hier so die Magie und alles sehe und die Spiritualität, würde ich sagen, es ist Wasser oder eben Luft. Und bei euch könnte es Erde oder Feuer sein. Ja, ist möglich. Aber selbst wenn das, also seid nicht traurig, wenn ihr jetzt mit den Sternzeichen und bei eurem Partner jetzt nicht übereinstimmt. Das hat nicht immer, das muss nicht immer bei allen stimmen, denn es kann auch sein, dass er eine Wasserbetonung oder eine Luftbetonung hat oder du eben eine starke Erdbetonung und eine starke Feuerbetonung, ja, zum Beispiel jetzt im Mondzeichen, also im Gefühl oder im Aszendenten oder, ne, was weiß ich, also muss nicht immer das Sonnenzeichen gemeint sein. Ja, er ist also auch im Moment des Erwachens angekommen und er möchte mit dir auch diese spirituelle Verbindung leben und auch weiterkommen. Scheinbar ist da ganz, ganz, ganz viel Kraft zwischen euch, die fließt und die euch erweckt miteinander. Ja, das ist es auch. Genau, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, ihr wollt miteinander erweckt werden. Es könnte so ein bisschen zwischen euch knallen, also so eine Explosion geben. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl gehabt, als ihr euch das erste Mal gesehen habt, es hat geknallt, es ist eine Explosion gewesen, die ihr noch nie erlebt habt. Das ist auch möglich. Damit das Licht, piu, möchte angezündet werden. So, jetzt gucke ich mal. Oh, die Königin der Münzen, ja. Also, da ist wieder eine Verführung zu sehen. Also einmal seid ihr die Königin der Münzen, das seid ihr, ja. Ich habe ja gerade gesagt, ihr könntet Dingsbums sein hier, Erde. Und jetzt ist aber auch hier wieder die Schlange zu sehen. Das heißt, und ihr sitzt wieder, das hatten wir das letzte Mal auch, glaube ich, ihr sitzt wieder etwas paralysiert davor und es kann sein, dass ihr wirklich da sehr, sehr beeinflusst seid von der Energie. Und das gefällt mir natürlich nicht gut. Einerseits seid ihr seine Königin und aber diese Energie muss raus, diese Schlangenenergie, diese, ich mach's mal hier, könnt ihr es gar nicht richtig sehen, ne? Na, doch so halbwegs. Diese Schlangenenergie, die muss raus. Ihr seid wirklich ein bisschen paralysiert, wie das Kaninchen vor der Schlange. Und ihm geht es auch so. Deswegen braucht ihr diese Erleuchtung, diese spirituelle Erweckung. Ja, wie gesagt, ist das euer Orakel, meine Lieben. Wenn ihr euch hier wiederfindet, meldet euch bei mir gerne, ja. Gerne über meine E-Mail-Adresse deinekartenlegerin@ymail.com, gerne über meine wunderschöne Webseite www.kartenlegerinsimone.de, über Facebook oder Instagram, ja? Meine Lieben, jetzt drehe ich alle Karten gleichzeitig um. Die Entscheidung, wo geht es lang? Ich brauche eine Pause, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, doch weiß ich nicht genau, ob ich die Treppe raufgehe oder runtergehe. Oje, ich hoffe, mit der Zeit bekomme ich eine Eingebung, welcher Weg der richtige ist, ja. Schwierige Entscheidungen, das ist, habe ich ja gesagt, er ist dabei, sich zu finden, er braucht diese Erleuchtung, ja, er braucht die Erleuchtung. Der Wasserfall, ja, sich hingeben. Und wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinander zu fallen scheint, bleibe ganz ruhig, habe ich gesagt, ja. Es sortiert sich nur neu. Wenn man nicht hat, was man liebt, muss man lieben, was man hat. Ja, das trifft auch ein bisschen für euch zu und aber auch für ihn, weil er ist gerade völlig im Chaos versunken und ja, hat sich ja so ein bisschen zurückgezogen, ne? Ist nicht in seinem Gefühl so richtig, will aber die Veränderung zwar forcieren oder antreiben, braucht aber trotzdem eure Energie ein bisschen dazu, ja. Und das, ihr habt so gerade das Gefühl, ja, es geht nicht weiter. Aber hier steht, bleibe ruhig, es möchte weitergehen. Aha. Die Acht der Schwerter. Ne? Ihr wisst, Schwerter hat immer was mit dem Verstand zu tun. Und hier ist auch wieder ihr seid so ein bisschen beide bockig, habe ich das Gefühl. Ihr seid so beide ein bisschen stur, kommt nicht vorwärts und müsstet aber eigentlich, ihr könntet euch selber befreien, ja? Ihr habt euch diese Mauer selber ein wenig gebaut, ne? Von
durch euren Verstand. Versucht hier langsam Schwert für Schwert zu nehmen, abzutragen und die Verletzungen zu lösen, ja? Auch ihr seid blockiert im Herzbereich ein wenig, ja, was ihn betrifft. Nächste Karte, der Engel der Freiheit. Ach, wie schön, schaut mal. Das Ritual, ich sage es euch, das wird wundervoll. Ketten sprengen, Mut haben, ja, sich befreien. Und das ist die Loslassenergie schlechthin, ne? die Selbstbestimmung. Das braucht er und das braucht ihr auch. Und ich sage euch, ihr wollt miteinander explodieren. Und wenn etwas manchmal explodiert, dann bildet es eine Einheit, ja, dann verschmilzt es miteinander. Oh, die, wie krass, guckt mal. Das ist heftig. Ja, da gibt's einen Knall. Da wird es einen richtigen Knall geben. Und hier steht auch drauf, Wut und Zorn. Vielleicht ist da wirklich bei euch, na, ich hab's ja gesagt, vielleicht ist das schon gewesen, dass da irgendwie die Bombe geplatzt ist oder ihr lasst die Bombe jetzt platzen oder es wird diesen Knall geben. Und einmal gibt es den Knall, ja, dass ihr vielleicht euch streitet, weil hier auch da der Ritter der Schwerter, ne, das ist die Streitenergie, ganz, ganz stark. Also da knallt wirklich alles durch. Das kann jetzt hier sein, dass das kommen wird. Entweder ist das schon geschehen bei euch oder das kommt jetzt, ne, bei einigen, das kann sein. Und dann aber, das ist wie dieses reinigende Gewitter, wie ich immer sage, da passiert das dann, dass etwas auseinandergeht, aber dann wieder zusammengeführt wird, weil diese Vereinigung eben stattfindet, ja? Diese Erweckung zwischen euch, das knallt nochmal richtig, meine Lieben. Halleluja. Halleluja. Ja, das ist krass, das wird heftig. Ich stelle es jetzt mal doch so hin. Die Entscheidung, ja, meine Lieben, das wird ja spannend jetzt in der nächsten Zeit. Wie gesagt, ist das eure Legung, meldet euch bei mir und ich würde sagen, ich räume jetzt die Karten zur Seite, damit wir jetzt zu unserer wundervollen Einhornenergie kommen. Ja, also das ist eine schwierige Situation für euch, das glaube ich euch ungesehen, dass das hier wirklich ordentlich zieht an euren Nerven, an eurem Nervenkostüm, ja, und ja, dass ihr es auch schwer habt, ja, mit ihm so ein bisschen. Wie gesagt, meine Lieben, ist das eure Legung, meldet euch bei mir, gerne. Ich kann hier wirklich unterstützend auch Kraft fließen lassen und für euch arbeiten, ja, auch für euch, eure Energien aufzubauen und euch zu schützen vor allem. Und ihr braucht ganz viel Schutz, auch in eurer Verbindung zueinander. Da möchte der nächste Schritt jetzt wieder gegangen werden, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Glaubt mir, es kommt. Es möchte kommen. So, meine Lieben, jetzt entspannen wir uns alle mal ganz, ganz schön und ich lasse jetzt Energie für euch fließen und ziehe eine wunderbare Einhornkarte für euch und lasse das Klangspiel erklingen. Ich verbinde mich jetzt mit euren Energien und bitte um die Impulse und Energien, die uns jetzt für die nächste Woche begleiten. Ich habe sie. Sehr klarer Impuls. Ich habe sehr viel Traurigkeit wahrgenommen, tatsächlich. Sehr viel Traurigkeit. Tatsächlich, also wirklich. Da klingelt's schon. Das war jetzt, ja, ich bin gespannt. Also wir schauen mal, was gleich hier für Energien fließen. Und es wird sehr viel um Güte gehen. Sehr viel um Kraft, um Güte und die Karten nehmen wir auch nochmal zur Seite. Ihr entspannt euch einfach schön. Ich drehe die Karte jetzt um und lese euch dann die wundervollen Zeilen vor. So, okay, seid ihr bereit? Los geht's. Och, guck mal, schon wieder Grisarius. Hallo, lieber Grisarius. Das Herzchakra, guckt's euch an. Grün, die Farbe grün und dieser aufrichtige, wache Blick. Du bist das Wunder in aufrichtiger Liebe. Schaut es euch an.
Ach, ist es schön. Ja, die Liebe. Genau, ganz viel Selbstliebe haben wir eben besprochen. Es muss ganz viel Liebe, es wird ganz viel um Liebe gehen in der nächsten Woche und die Liebe wird euch begleiten. Gresarius, wie schön. Das ist wundervoll. Ich freue mich. So, jetzt stelle ich mal die Karte hier rein. Suche. Mach es etwas näher. Ich hoffe, das klappt jetzt auch ordentlich. Ja, jetzt schiebe ich hier mal. Wie sieht's aus? Ganz gut, ne? Ich würde sagen, ich lasse es so und suche Grisarius raus und spiele dann mit dem gelben Klangspiel für euch. Grisarius, wo bist du denn? Darf ich vorstellen? Mein Name ist Einhorn Gresarius. Ich komme aus der Familie der Jaliseer und bin gekommen, um dich an deine Fähigkeiten zu erinnern. Du bist das Wunder in aufrichtiger Liebe. In der Aufrichtigkeit fühlst du dich am wohlsten. Halte Ausschau nach Personen, die das Ehrliche und Aufrichtige in deinem Wesen zu schätzen wissen. Und schau, ob sie mit dir diese aufrichtige Liebe leben möchten. Sei stets aufrichtig und habe Mut, dies im Außen lichtvoll zu zeigen. Dein Talent ist die ehrliche und aufrichtige, allumfassende Liebe zu allen Lebewesen. Ich weiß es und du weißt es auch schon sehr lange. Wichtige Botschaft. Ich rede jetzt etwas leiser, weil ihr wahrscheinlich noch in der Konzentration seid und in dieser wunderschönen Energie. Und du bist das Wunder in aufrichtiger Liebe. Das ist eine wundervolle Botschaft und so passend für diese Zeit, für das kommende Ritual zum Vollmond und auch später. Und bedeutet auch, dass du zu dir selbst aufrichtig sein darfst, dich lieben darfst und deinen Weg gehst in aufrichtiger Liebe. Ach, meine Lieben, eine wundervolle Botschaft. Und ich werde jetzt Hangjump für euch spielen und Energien fließen lassen und euch auch ein bisschen auf das Ritual einstimmen, wenn ihr mögt. Wenn ich euch unterstützen darf mit meiner energetischen Arbeit, mit einer Intensivreinigung, Partnerzusammenführung, Partnerrückführung, Kartenlegung, Herzheilung, Herzöffnung, ja, dann meldet euch bei mir, ja, gerne über meine Webseite www.kartenlegerinsimone.de, über meine E-Mail-Adresse, also per E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com, über
über Facebook und Instagram. Meine Lieben, ich lasse jetzt die kräftigen und magischen Energien für euch fließen. Schreibt mir gerne rein, wo ihr das gespürt habt und meldet euch gerne, wenn ich euch unterstützen darf. Gerne, gerne, gerne bin ich für euch da. Ich habe euch sehr, sehr lieb und verabschiede mich am Ende noch einmal bei euch. Entspannt euch und los geht's. So, meine Lieben, ich bin bei meiner Hangdrum angekommen und werde jetzt für euch spielen. Genießt es. Sehr zarte Energie und ihr habt das bestimmt gespürt, dass sie am Ende kraftvoller wurde und wirklich nochmal einen mächtigen Schutz und eine Stabilität in euch gebracht haben. Wow, das war wirklich wundervoll und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen und nehmt gerne alle am Vollmondritual teil, auch in der nächsten Woche noch, wenn der Vollmond schon zu Ende ist und meldet euch gerne bei mir, wenn ich euch unterstützen darf, gerne über meine E-Mail-Adresse, meine Webseite, Facebook oder Instagram, schreibt mir gerne eure Situation schon ein wenig und gerne unterstütze ich euch. Ja, ich fühle mich dann ein und schreibe euch auch immer persönlich zurück und danke euch herzlich, hab euch sehr, sehr lieb und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi!